einen wunderschönen guten Tag oder ja, bei mir ist ja eigentlich Abend und hallo zum nächsten Vlog. Ja, wir haben aktuell Dienstagabend. Der andere Vlog ist gerade online gekommen. Und ja, es gibt Neuigkeiten. Nummer 1. Ich fahre jetzt gleich mal los, mähe wieder Gras und hole es dann heim. Habe das ganze System aber jetzt geändert, weil ich mit relativ viel Gas fahren muss, dass ich gut mähen kann. Beziehungsweise ich muss mit mehr Gas fahren, damit der Anhänger hinten schön nachläuft und schön sammelt. Und das ist aber schon wieder zu viel Gas fürs Mähwerk, da hat es mir das Mähwerk jetzt zusammengehauen. Deswegen fahre ich jetzt trotzdem wieder getrennt. Ist im Endeffekt auch nicht so schlimm. Geht ja. KL300 wird dazu nicht genommen. Habe ich erst die ganze Zeit überlegt. Ich wollte eigentlich zusammenhängen. Ladewagen mit KL300 und wieder ins Carboard stellen. Funktioniert aber nicht. Da steht hinten der Pflug drin. Und deswegen ist er ein bisschen eng. Sonst hätte ich das als Gespann gemacht und den KA15 zu mähen. Funktioniert wie gesagt nicht. Und extra den KL300 dann immer noch mal anmachen zum Ladewagen laden. Macht nicht viel Sinn. Ist blöd. Leider. Ich weiß, dass der gerne gesehen ist und dass einige jetzt sagen, die möchten nicht mehr wieder sehen. Ist aber nicht. Naja, das machen wir jetzt mal. Und noch eine Neuerung gibt's. Mein Auto hat endlich wieder TÜV. Neue Plakette. Oktober 2021. Gott sei Dank. Hey, der darf wieder. Der hat jetzt drin neue Bremsen hinten, neue Dichtungen an der Hinterachse, links und rechts. Ich habe neue Bremsen für vorne, die hat aber der Vater kontrolliert. Hat er gemeint, die alten kann man noch lassen. Liegen jetzt dann quasi schon mal auf Reserve, kann man immer noch reinmachen, wenn es ist. Das ist gemacht. Was er jetzt noch festgestellt hat, er hat ihn ja gründlich gereinigt gehabt beim Reparieren. Die Radbremszylinder links und rechts laufen aus. Nicht arg, aber minimal. Das waren quasi keine Ölflecken und Öltropfen auf der Bremse, sondern das war Bremsflüssigkeit. Ja, dumm. Also die müssen auf alle Fälle auch noch neu. Kostet einer irgendwas um die 25 Euro oder sowas. Naja, kann man machen. Ist wurscht. Dann müssen die halt auch links und rechts dann neu gemacht werden und die Sache ist gegessen. Und dann sollte da wieder Ruhe sein. Ja, wie gesagt, 2 Jahre kann ich nicht jetzt wieder fahren. Erst einmal, Gott sei Dank. Weil ohne Auto ist doch irgendwie dumm. Manchmal denke ich mir zwar, Autofahren in der heutigen Zeit kostet eh Schweinegeld und bei dem, was ich im Jahr fahre, ich fahre ja, also wenn es hochkommt, vielleicht 2.500 Kilometer. Das niedrigste, was ich bei der Versicherung angeben konnte, das sind irgendwas mit 3.000 Kilometer. Ich habe schon gesagt, normalerweise könnte ich es noch weiter runterschrauben, das geht aber leider nicht. Könnte man mehr sparen. Naja, aber irgendwie braucht man es doch. Gerade zum Futter holen und so und im Winter ist ein Auto doch ein wenig komfortabler und ich meine, selbst mit dem Bulldog auf schwarze Kennzeichen zulassen, möchtest du mal irgendwie weiterfahren. Das kannst du mit dem Bulldog vergessen. Ja, die Kartoffelschleuder steht noch draußen, da fehlt noch ein Eisenring, den ich nicht drauf gekriegt habe. Vor Wut habe ich nicht dann auf dem Eisenhaufen aufgefliegelt. Das Scheißding wollte einfach nicht drauf. Sage ich jetzt, wie es ist. Hat mich so angekotzt am Samstag, da habe ich noch andere Arbeiten gehabt, dann habe ich das erst einmal stehen lassen. Ob die jetzt eine Woche länger nach Hause steht oder nicht, interessiert mich jetzt nicht. Wir gehen jetzt auf alle Fälle mal Gras holen, beziehungsweise erst mal mähen und dann holen. Und wie gesagt, also ich nehme den KL300 deswegen nicht, weil es ist immer noch kein Mähbalken dran. Den wollte ich ja eigentlich schon anbauen. Und selbst wenn er dran wäre, wäre das Ganze nicht so toll. Weil derweil steht der davor, der muss erst einmal weg, dann soll ja mein Auto auch wieder hier rein, sprich steht der dann da hinten drin, also müsste ich ja irgendwie den Bulldog wo ganz anders nachstellen, ist ja auch schon mal dumm, und wenn ich mähen und laden gleichzeitig tue, der Ladewagen, der braucht ein bisschen mehr Drehzahl, ein bisschen erhöhte Drehzahl, das ist aber fürs Messer vom KA15 zumindest, unten für den Federstahl, zu viel gewesen. Ja, blöd gelaufen, hat's mir zerlegt. Scheiße. Ist halt so.
Deswegen mache ich das jetzt alles dann mit dem KA15. Erst mähen, heimfahren, Ladewagen ran, laden, heimfahren, abladen und dann gleich wieder parken. Und gut ist die Sache. Geht einfach schneller und unkomplizierter und ja, für den KL300 gibt es mit Sicherheit auch noch Arbeit, also so ist es nicht. Ich weiß, dass einige den Schlepper da schon vermissen. Der kommt selten zum Einsatz. Aber ich habe ja schon mal gesagt, ja, fahren gelernt habe ich auf dem. Aber die meiste Zeit im Leben habe ich auf dem K15 verbracht, auf dem alten. Und ich weiß nicht, warum es so ist. Wahrscheinlich, weil es halt mein eigener Schlepper immer war. Ich meine, das ist jetzt auch meiner mittlerweile. Das ist das Erbstück vom Opa. Aber der K15 bzw. KA15 ist halt einfach mein eigener Schlepper. Der kleine, wendige, übersichtliche Schlepper. Vielleicht fahre ich nicht deswegen so gerne. Naja, da scheiden sich die Geister. Da mag es Leute geben, die drüber schimpfen und sagen, oh, immer denselben. Aber es ist halt so, man nutzt halt meistens ein und denselben. Ich meine, andere, die haben einen Hofschlepper oder einen Schlepper, der vom Futtermischwagen hängt zum Beispiel. Der ist auch ständig im Betrieb. Das langt, ne? Der ist auch ständig im Betrieb, jeden Tag. Und dann gibt es Schlepper, halt Ackerschlepper, die eher selten im Betrieb sind. Und ja, so kommt halt eins zum anderen. Gut, jetzt machen wir mal was, lassen wir nochmal an und schauen wir, dass das was wird.
Montagabend und der ein oder andere wird sich fragen, ja, was ist denn das jetzt für ein komisches Video gewesen? Hat bei Mähen einfach aufgehört und das war's dann. Tja, hat eine ganz einfache Bewandtnis gehabt. Es gab da einen klitzekleinen Unfall. Einen klitzekleinen Unfall. Ja, ich habe mein Mähwerkschutz ja demontiert gehabt, habe mir auf die Wiese gelegt, habe mein Gras gemäht, die erste Bahn gemäht, die zweite Bahn gemäht und beim zweiten Bahnmähen denke ich, na, was macht denn der Pickup-Fahrer oben? Ist mit seinem Pickup die Straße runterwärts gefahren, Richtung Wald, hat sich dann scheinbar anders überlegt oder hat gemerkt, er ist verkehrt, wollte rumdrehen, ja, und statt dass er 5 Meter weiter zurückfährt und auf der Straße rumdreht, hat er zurücksetzt und ist zwischen die zwei Zaun, also zwischen diese zwei Leitpfähle rein, die ja für den Winter schon drin stecken bei uns überall, und fährt auf die Wiese rein. Und ja, wendet auf der Wiese um, denke ich mir schon, mein Gott, so ein Affe, was soll die blöde Kacke hier? Dreht schon wieder auf meine Wiesen rum, weil die da unten, die war der Fortnetz zum Durchfahren und allem genutzt. Denkt mir aber nichts weiter dabei, hab fertig gemäht. Klappe mein Mähwerkhuch, mach schön sauber, hol mir meinen Schutz und wie ich den Schutz drauf machen will, denke ich, huch, der ist aber schief. Dann war der Schutz in der Form gebogen. Also quasi, wo das Auto drüber ist, hat es dann einen Boden reingedrückt und links und rechts war dann hochgebuggelt. Denke ich, das kann jetzt nicht sein. Unmöglich, ne? Ja. Dann habe ich das Ding unten auf der Wiese ein bisschen ausgebuggelt und dann wollte ich nicht drauf machen, dann stelle ich fest, ja, klasse, geht auch nicht. Dann war nämlich dummerweise die Feder, die Haltefeder auch noch weg. Ja, spitzenmäßig. Dann habe ich den Ladewagen geholt, habe den Schutz dann auf den Ladewagen mit draufgeschmissen, habe das Zeug geladen, habe es leider nicht gefilmt. Habe die Feder da noch gesucht, habe mir extra einen Akkustrahler mitgenommen, hallo Kini. Habe aber nichts gefunden. Tja, dumm gelaufen. Bin dann auf jeden Fall heim. Am nächsten Tag habe ich es dann bei Tageslicht nochmal probiert, habe meinen Metalldetektor mitgenommen, den ich habe. Und bin mit dem ein paar Runden gelaufen, habe gedacht, vielleicht finde ich es dann. Nichts gefunden. Naja, also ich gönne jetzt ja dem Autofahrer, wenn er die Feder jetzt dann schön hinten im Reifen stecken will, dann hätte er wenigstens was davor gehabt. Aber die ist unwiederbringlich weg. Hat mich geärgert. Ich meine, das war zwar nur eine, die ich zusammengeschnitten habe, alte ausgeleierte, aber die hat ihren Zweck erfüllt. Ja, jetzt musste ich mir zwei neue kaufen, die gibt es ja im Internet noch. Kostet aber ein Stück 8 Euro. Und dann habe ich gleich zwei Stück gekauft. Ja, blöd gelaufen. Mähwerkschutz ist ausgedengelt, ist wieder drauf. Der soll jetzt aber noch schön rot lackiert werden. Und dann hoffe ich ja, dass da dadurch nicht wieder jemand drüber fährt. Ja. Dann gibt es noch zu sagen, an dem Wochenende ist noch was passiert. Habe ich leider auch nicht gefilmt, oder ich sage mal so, ich konnte es nicht filmen. Wir waren einen Schlepper angucken. Handelt sich um einen Kramer K18. K18M, wenn man es genau nimmt. Baujahr 1949. Hat den Güldner GW20 drauf, also Güldner Welzkammermotor oder wie andere Firmen sagen Wirbelkammer. 20 PS, 1,6 Liter Hubraum, 1640 Kilo wiegt das Ding, glaube ich, oder 1640 Kilo wiegt und 1650 Kubik Hubraum, sowas in den Dreh. Ja, schönes Ding, ich kann ja an der Stelle hier mal ein paar Bilder mit einblenden, dann seht ihr, um was es da geht. Der steht bei einem Bekannten von meinem Vater. Und ja, kommt drauf an, was er da dafür verlangt. Also es ist kein Mähwerk mehr dran. Das M stand für Mähwerk. Es ist zwar der Anbau noch da, aber der Mähwerksbock und vor allem das Mähwerk selber fehlt. Müsste mal gucken, ob man sowas aufgetrieben bekommt. Und ja, 4 neue Reifen hat das Ding. Wäre auf alle Fälle sehr interessant. Dem Vater sein Wunsch wäre eigentlich mal Allgäuer R22. Schöner offener noch, mit dem Kälblemotor drauf. Die zu kriegen ist ja aber relativ schwierig. Und der Kramer K18 ist eigentlich ein recht häufig gebautes Modell. Der wird
Ja, also um die 6000 Stück sind gebaut worden, um es genau zu nehmen, 5865 Stück sind gebaut worden. Von daher ist es kein seltenes Modell. Kommt natürlich darauf an, was der dann dafür verlangt. Also, ich habe auch mal meine Spezialisten gefragt, man soll mal mit 1500 € anfangen, weil es ist nichts dran, er hat keine Zapfwelle, keine Hydraulik und die Hunde spielen. Knallköpf. Keine Zapfwelle, keine Hydraulik und das Mähwerk fehlt auch. Interessant wäre so ein Ding. Wie gesagt, also wenn man dann irgendwie noch ein Mähwerk auftreiben könnte, wird schwierig, aber könnte machbar sein, mit so einem dann noch richtig in der Landwirtschaft zu arbeiten. Ich meine, ihr kennt mich ja, meine Schlepper arbeiten in der Landwirtschaft, auch wenn der ein oder andere sagt, das ist ja Spielerei und Hobby oder sonst was. Es ist Nebenerwerb, es ist ein Geld, damit verdient und ja, die laufen auf grüne Nummer, weil es eben ein gewinnbringender Betrieb ist, der sich am Wirtschaftswachstum in Deutschland beteiligt. So ist es nun mal. Und von daher, ja, die arbeiten bei mir noch richtig. Und da wäre so ein Verdampfer ja richtig was Cooles. Schön Wasser aufgefüllt und dann angekurbelt, weil Batterie hat er zwar für die Beleuchtung, aber nur für die. Der hat nichts zum Vorglühen oder so, sondern da musste noch richtig mit die Zündfix, mit diese Zündlunten rein. Musste quasi ankurbeln dann. Schon was Feines. Ja, mal gucken, ob da was draus wird. Und dann an der Stelle hier jetzt nochmal was anderes, weil das ist irgendwie nicht gegangen bei meinem Livestream. Was denn los? Gucken Sie. Das stimmt. Das hat beim Livestream irgendwie funktioniert. Ich wollte es drunter schreiben. Ich habe am Ende von meinem Livestream am Samstag gesagt, dass der Kramekalender wieder aktuell bestellbar ist. Am Freitag ist quasi Bestellschluss. Das müsste der 8. sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, der 8. eigentlich. Und ja. Falls da jemand Interesse dran hat. Also ich habe da damit nichts weiter zu tun. Ich verdiene da dran nichts. Ich mache Werbung deswegen, weil letztes Jahr Anfragen waren. Ich habe den Kalender vorgestellt gehabt, habe euch den gezeigt und dann waren ein paar Leute, die gesagt haben, oh, ja, das wäre geil. Kannst du nicht, kannst das nächste Mal Bescheid sagen. Deswegen mache ich's. Also nicht, dass jemand hier denkt, das ist Werbung oder was. Nee, auf keinen Fall. Das ist keine Werbung dafür, sondern das ist wirklich nur, falls jemand Interesse hat. Auch die Kollegen quasi aus dem Kramer-Forum, die das machen, diesen Kalender, die verdienen daran nichts, die machen das zum Selbstkostenpreis. Das ist ein Kalender eben für die Kramer-Fans und Kramer-Freunde, die Spaß an die Bilder von diesen Schlepper haben. Ja, ich habe ja den von 2019 gehabt, ich habe auch schon welche für 2020 bestellt. Ich denke mal, kostenmäßig würde er so um die 16 € wieder liegen wie letztes Jahr. Ja. Falls da jemand einen will, ich werde unter diesem Video, unten drunter in der Videobeschreibung, die E-Mail-Adresse verlinken. Da könnt ihr euch dann melden bei denen und könnt gerne welche bestellen, wenn ihr wollt. 1, 2, 5, 10, 100, wie viel ihr halt wollt. Ich sag mal so, je mehr bestellt werden, desto günstiger wird es schlussendlich für jeden Einzelnen. Also hier an dieser Stelle nochmal, ich verdiene nichts dran, auch die Kollegen verdienen da nichts dran, die das machen. Es ist wirklich nur zum Spaß für alle, wer gerne so einen Kalender hätte. Und ja, das wollte ich hier nochmal erwähnt haben. Ja, gibt es ansonsten noch was zu sagen? Nö, das wird es dann gewesen sein. Mehr ist dann eigentlich auch gar nicht passiert. Nächste Woche ist ja die Agritechnica, das weiß der ein oder andere. Und mein Bruder und ich haben geplant, wir fahren da hoch. Wir wollen uns das angucken. Ich habe zwei Tageskarte für jeden von uns gekauft. Und wir wollen auch einmal übernachten oben. Haben da quasi schon so einen, ja, Campingplatz gefunden, wo wir bleiben können. Und ja, geplant ist voraussichtlich Dienstag, Mittwoch werden wir auf der Agritechnica sein. Also ganz interessant natürlich für meinen Bruder, der Glasstand. Und ich will unbedingt nochmal zum Kramerstand. Und ja, falls ihr mich da treffen solltet oder was, kein Problem, sprecht mich einfach an. Überhaupt kein Ding. Ich beiße nicht. ja, ich wollte mir die Agritechniker schon lange mal angucken.
Da habe ich Spaß dran, habe ich Freude dran. Und dann schauen wir mal. Gut, das war's dann jetzt auf alle Fälle zu diesem Video. Ich weiß, es ist wieder jetzt viel Gelaber geworden und da waren die einen oder anderen dann wieder schimpfen und man sagt, ja, wieder so langweilig. Ist halt nun mal so, mit den Wiesen abmähen. Jetzt aktuell geht's nicht. Es pisst in einer Tour. Regnet, regnet, regnet. Mir wäre es lieber, es wäre jetzt auch mal drucken, aber tja, wenn es nicht mag. Zur Not habe ich gesagt, dann mulche ich es neu. Mit dem IHC und mit dem Schlegelmulcher. Und ich will auf jeden Fall vor dem Winter noch irgendwie den Mist draufbringen, solange es nicht friert. Und bis zum 15. Dezember habe ich ja die Chance, das zu machen. Solange keine feste Schneedecke, solange es nicht gefroren ist. Also mal gucken, dass das irgendwie noch klappt. Ich möchte jetzt schon Mist drauf haben. Und eigentlich wollte ich auch noch einmal ein wenig nachsehen. Weil ein paar Stellen sind nicht mehr so toll. Mal gucken, ob ich das Jahr noch unterkriege. Also es wird schon umfangreich. Ich bin irgendwie hinten dran mit der Arbeit. Aber naja, so geht es ja das ganze Jahr schon. Gut, so, das soll es jetzt aber dann wirklich gewesen sein. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder. Bis dahin, bis die Tage. Servus.